finde, diese Nebengeräusche müssen nicht sein. Das ist so, wie ich habe gesagt, bei The Crew, wenn du da Auto fährst, hast du auch irgendwie blink, blink, knapp vorbei, knapp hier, knapp da, dies knapp, 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 und hier hast du Anzeigen, Assistent, Abschüsse, das ist so wie, dass alles, was du gemacht wirst, wird irgendwie kommentiert, das ist doch unwichtig. Und am Schluss ein Score, da steht es gut, dazwischen soll man einfach sich aufs Spiel konzentrieren. Weißt? Das ist diese Generation, wo alles bestätigt haben will. So, alles, jeden kleinen Erfolg, alles was gemacht wird, geht zwei Schritte nach links, yay, Erfolg. Zwei nach rechts, yay, Erfolg. Wird angezeigt. Ich meine, du machst es ja, du weißt ja, dass du gemacht hast. Das musst du nur noch dastehen, ganz groß. Du bist behindert. Was ich meine. Du bist behindert, yeah, Erfolg. Ich habe früher einen Shooter gespielt, nicht, dass ich hier auflevel oder dass irgendwas blinkt, sondern dass ich, weil ich das Spiel einfach gemocht habe. Ganze bunte herumgeficke hier ist schon nervig. Wird eh abgeschossen. Weg da. Oh, hinter mir so ein Laserfuzzi. Aber die decken sich schon gut. Ohne Scheiß. Alle diese. Wir sind immer zu dritt hier. Ja, da merkt, hast du recht. Da, auf jeden Fall hast du dabei habe ich, hast du recht, dass ich zu alt bin. Vielleicht bin ich auch zu alt für sowas hier. Heftig, Mann, wie perfekt die immer alle stehen. Aber die stehen, die bewegen sich nicht. Da muss man sich nicht. Muss man nehmen. Kann ich es auch so machen? Bleib mir stehen. Einfach stehen bleiben und die mich nicht bewegen und warten, bis irgendeiner vorbeikommt. Ist das Sinn des Spiels? Einfach hier stehen, bis ich sterbe. Einfach so, nee. Irgendwann wird einer vorbeikommen und dann gucke ich halt dann. Kann ich mir auf den nächsten Vorsprung stellen. Dann schieße ich halt auf irgendeinen, dann schieße ich den ab, dann gehe ich ein paar Meter, dann warte ich auf den nächsten. Sehr oft machen die das so. Dann gehe ich mal im Kreis, dann bin ich wieder tot, dann spawn ich, dann stelle ich mich hier hin an die Ecke und gucke, lalala. Also, ich weiß ja nicht. Das sind halt die Camper, Herr Gags. Ja, ja, kenne ich ja. Ich kenne ja Camper. Kenne ich ja. Hatte ich ja, hat man ja ein anderes Spiel auch gehabt, aber. Aber die haben Erfolg. Die stehen da und schauen und. Irgendwann kommt einer vorbei. Naja, Kicks campen. Ich bin ja nicht wirklich lang da gestanden. Vielleicht für 2-3 Sekunden. Ich glaube, campen geht schon länger. Als Maulmerke. Übertakte! Hey, ich bin unter dir. Aua. Das ist das. Dieses KD-Dingsbums, das ist angezeigte Scheißdreck. Das ist doch alles unwichtig. Es geht darum, bespielte Spielen, wenn man zusammenspielt und Spaß hat, nicht KD. Pimmel ins Gesicht. KD ist halt für die, die der Meinung sind, sie sind halt pro Gamer. Ja, aber das ist doch auch immer, kommt doch immer auf die Situation drauf an. Mit KD. Das ist doch nicht realistisch, den Skill auch. Finde ich nicht jetzt. Wenn du irgendwo spawnst und da ist einer und der schießt dich ab, dann stirbst du nur mal. Wenn du spawnst und dann
ist keiner und dann läufst du mit und dann siehst du einen vorher, dann ist es was ganz anderes. Das ist doch mehr Zufall, oder nicht? Das ist doch immer situationsbedingt, ob es gut ist oder nicht. Die Situation ist doch immer anders. Wenn sie gleich wäre, würde ich es verstehen. Okay, du spawnst da und da. Dann musst du da und da hingehen. Ja, aber wenn du jetzt... Ich verstehe schon nicht. Ich kenne es ja. Das ist ja... Ist ja bestimmt geil, wenn du dann da 20 Abschüsse hast und nicht mehr getötet wirst. Sicher, das ist ein geiles Healing. Ist mit dem Maus ausgegangen, jeder Platz. Hätte ich aus der Hüfte schießen müssen, war ich viel zu nah. Ey, die anderen voll die Zwillinge, Mann. Fliegt er mit dieser scheiß Drohne, schießt viermal daneben, ich sterbe. Jo, kann ich nachvollziehen, der Mac. Es macht vielleicht kurz Bock, aber irgendwie. Also, ich finde es hier länger, man. Ich finde, wenn man die erste Stunde oder die ersten zwei Stunden spielt, dann lernt man noch ein bisschen was und findet es interessant. Aber alles, was danach kommt, ist nur noch so rumgeplänkelt. Keine Ahnung, weiß ich nicht. Man kann auch sowas halt machen, dass wenn man mehrere Zuschauer hat, die das Spiel haben, auf einer Konsole kannst du ja Privatspiele machen. Und da kann man ja irgendwie zum Beispiel. Ja, jetzt zum Beispiel frei für alle machen und danach halt nur mit Pistolen oder nur mit Messer. Alles klar, Lara. Liebe Grüße und viel Spaß. Bis später. Und viel Glück im Call of Duty Gespiele. Wie Reissack umfallen sind, ja. Klar, dass er mich doch erschießt, aber ich weiß ja nicht. Na egal, komm. Ich nerv mich schon selbst, wenn ich da drum meckere. Ich spiele einfach und versuche meinen Spaß zu haben. Nimm jetzt eine Pistole, Mann. Mich nerven halt nur gewisse Sachen, aber muss ich halt akzeptieren. Wir haben 2014. Ich habe heute mal ein bisschen angeschaut, ein Video von GameStar, wo sie ein bisschen da den Trailer von GTA 5 analysieren, wegen dem First Person. Sieht echt cool aus. Kannst im Auto fahren mit First Person, total geil, richtig das ganze Cockpit. Und die ganzen Anzeigen von Geschwindigkeit, die ganzen Instrumente werden angezeigt, auch im Flugzeug, auch im Auto, und spielt sich als richtiger Shooter, haben sie gesagt. Also nicht nur so lala, dass du eine andere Ansicht hast, sondern richtig schön verbessert das Ganze. Ist bestimmt interessant. Bestimmt interessant. Wollten wir irgendwas machen? Nee, oder? Nach der Runde?
Redest du mit mir? Ja. Habe ich irgendwas vergessen? Habe ich irgendwas gesagt, was ich machen wollte? Nee, oder? Nee. Keine Ahnung. GAXTV. Geburtstag, April 10. Was Jahr war das jetzt? 80, I've read, I've accepted, ja bla bla bla. Bist du rausgegangen? Ne, ich bin normal reingeladen. Also ich bin drin. Ich gehe gleich los hier. Bin nur noch nebenbei am was ausfüllen hier. Nee, weil bei mir hat es irgendwie komisch ausgeschaut. Ich war irgendwie in beiden Teams und du warst nicht mehr da. Drin schon, oder? Ja, das Spiel geht schon los. Ja. Oh, ich wusste nicht, ob der zu mir gehört oder zu jemand anderem. Der hat mich voll gemessert, ey. Krasse Scheiße. Der hat mich voll gemessert, die Sau. Ich mal mit der Pistole her, also irgendwas in Pistole gesagt. Wieder rennt dann mit den Händen. Dück, dück, dück. Jai. Voll geil, wie er rennt hier. Erinnere mich an die Edge. Das Spiel, wenn er so rennt mit den Händen. Hat man auch immer so Latschen gesehen, die Kleine. Sieht echt so aus. Tick, 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 tick. Lass mich laufen hier, Alter. Voll gern mit dem Laufen hier. Mit den Händen. Tick, tick, komm, lauf. Aha. Ich sehe keinen. Wo sind die denn? Und wenn ich was Neues testen will, dann sehe ich keinen. Wow, ist der schnell weggedüst. Was ist da los hier? Wie geht das? Was ist denn? Was ist denn? Der Typ ist so schnell! Was ist. What the fuck, man? Wieso ist der so krass schnell? Ja, frage ich mich auch. Boah, der andere Der eine düst mit da dem hin und Messer. her. Ja, gell? Er ist auch vorhin reingerannt, ich war bei B. Ich stehe, der kommt halt rein, ich schieße auf ihn. Er kommt her und schlitzt mich auf und rennt halt weg. Genau, ich bin hinterher, wollte. Auch da hier gucken. Bei B im Container. Da diesen Vielleicht hat Speedboost er. gehabt von diesem Dings da. Hä, wie Ja, eine genau. komische Runde jetzt hier. Wo sind die denn? Da in die Halle habe ich gar keine Lust, mich einzutrauen da. Ist ja böse. Ja, wo war aber da. Der andere räumt er auf, ich glaube, ich spinne. Fuck ist das? Da war einer, oder? Ja, und bei solchen Sachen verstehe ich dann das Spiel überhaupt.